Auf der Elbe am Kornhaus in Dessau wird sich derzeit fleißig auf das bevorstehende 50. internationale Motorbootrennen vorbereitet. Mario Alex von Contour Racing will in der Klasse O bis 350 seinen Heimvorteil nutzen und trainiert in dieser Woche Kondition. Mehr als 8 Runden bestritt der 42-Jährige auf dem anspruchsvollen Bananenkurs. Die Regenfälle der letzten Tage haben auch die letzten Schweißperlen auf der Stirn der Veranstalter vom MBC Elbe Dessau weggespült. Die Rennen können definitiv stattfinden. Am nächsten Wochenende, 27. und 28. Juni, kommt es dann neben Rennen der Klasse O350 auch zur Deutschlandpremiere der RN2000-Piloten mit Fahrern aus der Ukraine, Russland und Italien. Anfang nächster Woche wird über die Höhepunkte der 50. Auflage des Motorbootrennens informiert.